Rein. Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Berdikov ins Spiel. Berdikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sams, hol Berdikov an den Apparat. Hallo, Berdikov на трубке. Извините, я думал, что это посольство Сингапура. Wir sind fast bei den Tunneln. Hast du Zugang zum Bunker? Das wollte ich hören. Hä? Warum sagt Dimitri gar nichts? Er sagt gar nichts. Das besorgen, das könnte meine Position verraten. Ich werde Bunkerschlüssel für dich besorgen. Ich habe dein Team noch nie enttäuscht. Wir holen uns die Daten aus dem Bunker, um jeden Preis. Okay. Eins noch. Einer unserer Informanten in Ost-Berlin hat vor kurzem die Seiten gewechselt und ist nach Moskau geflohen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er heute in der Lubjanka ist. Er weiß zu viel über unser Berliner Netzwerk. Ich denke an vorzeitigen Ruhestand. Ja. Guter Mann. Jetzt weiß ich, warum Hudson so große Stücke auf dich hält. Wir treffen dich am Kellereingang, sobald du den Bunkerschlüssel hast. Ich hätte so gerne einen Typen, der Russisch spricht jetzt gerade, ne? Aber nein, er sagt einfach gar nichts. Genosse Berdikov, wir werden oben im Konferenzraum erwartet. Minister Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. Mr. Gorbatschow! Etwa Wodka Gorbatschow! Oh mein Gott, heute ist mein großer Moment. Wodka Gorbatschow ist bei uns. Der aller Echte. Holy shit, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott, Glatz ist Hitman? Hat er einen Strichcode? Er hat keinen Strichcode. Bürger, wir können nicht einfach... Ich sollte heute Morgen hier sein. Es hieß, es sei dringend. Ich komme aus Gorki und bin die Nacht durchgefahren. Kennen Sie Genosse Sakaev? Okay. Okay, was haben wir hier? Ah, okay, der steht einfach nur. So, ich muss nach... Oh, wir gehen einfach mal straight. Nikotin? Oder von Nikotin, oder was? Oh Gott, wie das hier aussieht, ne? Diesen ganzen Reflexion. Ich bin schon wieder nicht... Oh, fucking Raytracing, Mann. Ich würde mich doch nur selber irgendwo in Spiegelung sehen. Oh. Da ist er. Wodka Gorbatschow. Das Wort kommt aus der Seele. Und ich stoff neben ihm sitzen. Ich bin so geehrt. Ach, Bruder. Es gibt einen Maulwurf im KGB. Warte mal, Zakaev? Das Komitee will, dass jemand von der ersten... Name kommt mir bekannt vor. Oh, ich mach mal weg. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Zakaev. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Danke Ihnen allen für den warmen Empfang. Es gibt keine größere Tragödie als ein von ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in einer Familie ist heilig. Offenbar teilen nicht alle ihre noblen Ansichten. Genosse Berdikov, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Kravchenkos Verhörer haben keinen lebenden Verdächtigen übrig gelassen, ja. Wo ist kalt? Ich habe in der Tat eine gute Spur. Aber wenn er danach fragt, habe ich keine Ahnung. Ich bin nicht sehr geduldig, Berdikov. Oder besonders mitfühlend. Die beiden kommen mir bekannt vor. Kravchenko und Zakaev, die beiden Namen. Im Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Zakaev, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken.
Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen. Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des... Ah, guck mal, die haben Reflexion unten. Und Sie, Belikov? Ja. Wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Bunkerschlüssel erhalten? Ich denke, nur ein General sollte einen Bunkerschlüssel haben, Genosse. Genosse, Sie sollen Ihren zuverlässigsten Mann einen Bunkerschlüssel anvertrauen. Nicht dumm, Genosse Belikov. Ich bin dafür, dass nur General Charkov den Bunkerschlüssel behält. Übernehmen Sie das? Sorgen Sie sich nicht weiter. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikov, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben, steht auf dem Spiel. Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Oh ja, Verräter, ja. Mhm. Er schaut mich ziemlich böse an. Ich glaube, der mag mich nicht. Mein Gott, diese Reflexion. Raytracing, Digga. Raytracing, überall Raytracing. Oh, shit, Digga. Ich glaube, die mögen mich nicht. Kann das sein? Okay, nutzen Sie die KGB-Karte, um verschiedene Wege zu erkunden. Oh Gott, Homeworld oder was? Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel. Aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Na klar. Bewegen? Ja, ich muss doch jetzt hier, oder nicht? So. Kameras ausschalten. Einfach aus? Das fällt keinem auf, wenn ich die ausmache? Junge, es wäre so cool, wenn ich mich selber irgendwie in den Reflexionen sehen würde. Gut, ich bin Sicherheitschef, ich darf hier rein. Genosse? Genosse? Tarnungsanzeige, bestimmte Handlungen, okay. Der Bereich ist abgesperrt. Genosse, was wenn kann ich hier für entdeckt tun? Werde, fliege ich auf. Dann strecken wir ihn mal nieder, ne? Erziele 5 unbemerkte Abschüsse? Jetzt muss ich die Leiche verstecken. Wie wäre es mit einem dieser Spinde? Da hast du definitiv besser. Ah, hast recht, ja. Hier, mach eine Pause. Oh. Ups. Tut mir leid. Tut mir leid, falsche Tasse. Ja, rein mit ihm. Den lagern wir hier ein. So. So. Und Kameras ausschalten. Echt niemanden auf? Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler. Sonst kommt er nicht an den Tresor. Ach, hier muss ich hin. Charkov nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Entschuldige, Charkov. Datenerfassung, Schlüsselkarte umprogrammieren. Ich muss erstmal hier hin. Das ist mein nächstes Ziel. Hä, wo ist der hin? Oh. Lautloser Tod, Körperschild, nicht so schlau. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal Leute umbringen. Das ist schon mal, okay. Hier, oder? Ja, mit ihm muss ich reden. Belikov, haben Sie schon den Maulwurf? Noch nicht, Genosse. Egal. Es gibt weitere nicht autorisierte Kommunikation. In wenigen Stunden wissen wir, von welchem Computer sie ausging. Ah, shit. Ach, ich werde bald enttarnt. Im Serverraum könnte ich eine Spur zu Charkov legen. Ja. Ja. Wie komme ich da hin eigentlich? Ist er hier hin? Ist das der Raum hier? Ja.
Ich muss einfach nur straight hier runtergehen. Ist alles cool. Haben wir hier irgendwas? Oh. Ah, okay. Wo zur Hölle bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich bin kurz davor. Ach, das ist der Serverraum hier. Der Wachmann der Waffenkammer mag kubanische Zigarren. Vielleicht kann ich ihn bestechen. Okay. So. Ich weiß nur nicht, ob er noch Kollegen hat, die da rumstehen. Ich könnte jetzt einfach losgehen und ihn umbringen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das hier mega geil. Also es ist was komplett anderes. Normalerweise musst du uns hier immer los und die Leute über den Haufen schießen. Nein, nein, geh runter, die sehen uns. Okay, Hinweis gefunden. Ganz schnell rein hier, ganz schnell rein hier. Schmeißen wir einfach hier hin. Oh mein Gott, da ist noch eine. Server Computer anmelden, genau. Netzwerk wird geladen. Letzter Zugang, 12:45 Uhr. Aufgrund von Verfassungsarbeiten nicht verfügbare Serverknoten. Okay. Das ist der hier, ne? Der müsste aktiv sein, weil guck mal, die anderen sind ja nicht aktiv, also nehmen wir den hier. Verbindung wird gesichert. Verbindung gesichert, ah ja. Aufgrund von Verfassungsarbeiten nicht verfügbare Serverknoten. Aha. Suche nach wie Chaco, hier einen Switch wählen. 823 ist drinne, 599 ist nicht drinne, also ja. Verbindung wird gesichert, Verbindung gesichert, easy. Oh nein, es geht noch weiter, oder? Drei, vier, fünf ist nicht dabei. Oh. Route wird gespeichert. Umschreiben abgeschlossen. Nächste Aktion wählen. Okay, Server für nicht automatisierte Kommunikation wird gesucht. Nicht automatisierte externe Kommunikation gefunden. Daten der externen Kommunikation zurückführen. Externe Zugang auf Ursprung verbunden mit die Belikov. Datum, okay. Ursprung müssen wir jetzt eingeben. Und fertig. 100% und umgeleitet. Falsche Überweise drum. Fällt das niemanden auf? Hier war doch noch eine Wache. Hört ihr das nicht? Die kommt! Dankeschön. Ich muss die Leiche verstecken, aber ich weiß nicht, wohin damit. Ich weiß echt nicht, wohin mit denen. Nein, nicht. Nimm mit. Ich weiß nicht, wohin mit den Leichen, Digga. Ich weiß nicht, wohin damit. Schmeiß die erstmal hier hin. Will, glaube ich, keiner finden. Öffnen. Oh mein Gott, hier rein. Oh mein Gott, einfach da rein. Einfach hier rein. So, als wäre nichts gewesen. Einfach nehmen. Und verstecken. Oh Gott, Alter. Einfach weg mit ihm. Ich frage mich, ob ich zwei Leichen reinwerfen kann. Junge, ich sehe gar nichts. Hier ist schon wieder so dunkel, ne?
Warum nicht einfach eine Taschenlampe? So, komm mit, mein Kamerad. Dich hier, dich da auch noch rein. Habt ihr es wenigstens ein bisschen gemütlich da drin, ne? Wenn ihr schon zu zweit da rumgammeln seid. Warum werden das immer mehr Ziele hier gerade? Das gefällt mir nicht. Oh, die kann ich kann nicht rein. Schmeiß ich aber hier hin. Der chillt bloß. Da gehört sich nur eine kurze Pause. Okay, die Ziele sind jetzt einfach einmal alle. Oh, Beweisstück. Für eine Operation. Oh, warte, ey, was die Uhr, die ich schon mal gesehen habe, ne? Ich glaube, die Uhr kenne ich irgendwoher. Ja, das ist die Uhr. Roter Zirkus, müssen wir schon gemacht. Der wird, glaube ich. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich die Leiche reinschmeißen kann. Wir lassen die hier doch nicht liegen. Wir nehmen sie mit. Ach, das waren. Ah, das Meter-Ding waren die Schränke, die mir angezeigt wurden, wo ich eine Leiche drin verstauen kann. Oh. Okay. Jetzt habe ich es auch rausgefunden. Bisschen spät, aber lieber spät als nicht. Rein damit. So, zu. Schönen Tag noch. Ich hätte mich umgucken sollen, bevor ich das mache, oder? Das ist cool. Hier ist keine, hier ist keine Sau. Nochmal Glück gehabt. Schließen. Und weg mit dir. Warte mal, wie viele Leute musste ich umnieten? 5 Stück waren das, ne? Das ist, glaube ich, der vierte. Genau, der vierte. Wo zur Hölle? Warte mal, was muss ich hier nochmal machen? Serverraum. Kratschenkos Büro. Ich könnte da mal reingehen, ne? Einfach mal gucken, ob da was ist. Schloss knacken. Da. Hier. Ja. Ja. Oh ja, Computer zugreifen. Mhm. Ich kenne sein Passwort. Nova 6 Einträge zugreifen, genau. Nova 6 war doch, was? Nova 6 war doch aus, auch aus Black Ops, dann war das nicht dieses komische Giftgas? Vielleicht gibt es im Büro irgendeinen Hinweis auf die Kombination. Mhm. Okay. Verstorben? Verstorben? Okay. Giftschrank? Hat Nova 6, ne? Oh ja, stimmt, warte mal. Auf die Kombination. Lass mich nochmal hier ran. Lass mich nochmal ganz kurz hier ran. Hier muss eine Kombination geben. Mhm. Ja, kann ich skippen? Perfekt. Nur weil ich zugreifen. Gibt es irgendwelche Zahlencodes, die ich hier rausfiltern kann? Diese chemischen Zusammensetzungen. S. Warte mal. Verbleibende Fiom im verschlossenen Schrank. Ja, genau. Mein Plan, der mir gerade durch den Kopf geht, ist, chemisches Element. S. Schwefel. Schwefel hat die Nummer Ordnungszahl 16. Einmal kurz die 16 trage ich aber mal hier hin. So, dann haben wir nochmal RE. Ja, Radium, ganz genau. Ordnungszahl 75. Perfekt. Und dann haben wir noch einmal ND. ND. ND, Neodym, ganz genau. Ordnungszahl 60. 60. Pop. So, da habe ich meine drei Zahlen. Dankeschön, Google. Wahre MVP. Das heißt, ich brauche jetzt 6 Zahlen. Habe ich auch, genau. Perfekt. So, hier machen wir die 6. Dann gehen wir hier auf 7,5. So. Easy. Und dann die 6,0. Easy.
Ich könnte mich mit Charkow verabreden und es in seinen Tee kippen. Oh. Ja, ich hätte auch einfach hier gucken können, ne? Ja. Am Ende ist man immer schlauer, ne, als vorher. So, Pappkarton. Kann ich so Snake machen und mich im Pappkarton verstecken? Warte mal, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ach genau, ich muss jetzt nochmal mit ihm reden und die, ach genau, gefälschten Beweise zeigen. Da oben ist er. Hm. Oh, ich finde das so gerade so mega cool, ne? Ich finde es komisch, dass sie das noch nie vorher gemacht haben. Es gibt da schon so viele COD-Teile, achso hier. Aber bis jetzt ist das der erste, wo die das gemacht haben. So, hier lang. Als wäre nix gewesen. Hä? Du heißt Nikitin? Achso, ah, okay, gut, das war nur er, okay. Ich wollte gerade sagen, die beiden heißen gleich. Graf Jekyll, mein Bester. Ich hab was für dich. Belikov, haben Sie schon den Maulwurf? Klar. Ich bin mir fast sicher, dass Charkow der Maulwurf ist, genau. Charkow? Das ist absurd. Wo sind die Beweise? Ja, hier, falsche Beweise, hier ist der Beweis. Wie konnte mir das denn nur entgehen? Charkow wird bald hier vorbeikommen. Genau dann werden wir ihn festsetzen. Okay. Viel Spaß, Bro. Oh. Da ist Charkow. General Charkow, wie lange spucken Sie schon auf Mütterchen Russland? Wie bitte? Wissen Sie, mit wem Sie hier sprechen? Das tue ich. Ihre Ordnung werden Sie nicht länger schützen. Bitte leeren Sie Ihre Taschen aus. Oberst. Sind Sie noch bei Sinnen? Also wenn ich das Ding jetzt klaue... Und heben Sie Ihre Arme. Wirklich? Wäre das doch nicht so schlau. Wollen Sie mich etwa so zu Fall bringen, Kravchenko? Ich freue mich schon auf die Reaktion des Zentralkomitees. Hole ich mir seinen Bunkerschlüssel. Gehen Sie nun in diesen Raum und halten Sie den Mund. Was Sie mir zu sagen haben, können Sie auch dort sagen. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Warte, war das jetzt alles? War das alles? Ne, hier, Rekrutierungsbüro, da muss ich auch noch einmal hin. Optionale Eliminierung, ganz genau, den Typen muss ich noch ausschalten. Den Typen will ich... Bro, was war das denn gerade? Ganz schön rutschig hier, meinst du? Dieser kleine, dreckige Verräter, Alter. Oh Gott. Wenn ich entdeckt werde, gilt das als Verrat. Alles klar, okay. Hier ist irgendwas. Guck mal, wie das sich bewegt. Ich müsste ihn ausschalten, irgendwie, aber hier. Der hat das hier alles im Blick, außer die Ecke da hinten. Waffenkammer. Warte mal. Verwaltung. Ich will den Spitze noch ausschalten, einfach aus persönlichen Gründen. Ich sehe Datenerfassung. Zockst heute noch Visage? Ich glaube nicht. Ich dachte, ich komme hier schneller durch mit dem Spiel, aber... Geht doch länger als gedacht, tatsächlich. Finde ich cool. So. Es geht ab. Knapp. Das war knapp. Das war verdammt knapp.
Hab bei der Schneemission heute aufgehört. Als ob du da aufgehört hast, da bin ich schon längst gewesen. Meinst du die Nähmission? Oder welche meinst du? Es gab nicht eine Schnee-Nähmission, die habe ich schon längst gemacht. Bin schon lange dran vorbei. Aber warum machst du Pause, Anna? Die Storys sind so kurz von Call of Duty. Die zockt man einfach an einem Rutsch durch. Kann ich am PC interagieren? Nein, kann ich nicht. Wo der Russe am Anfang in den Heli sitzt. Junge, die Mission ist so ewig schon her bei mir, Alter. Als ob du... Digga, du hast das Spiel doch schon vor mir gespielt. Du hast gesagt, die Story-Mission ist... Ich rushe nicht so durch wie du. Ja, ich rushe durch. Ich wäre schon längst fertig gewesen mit dieser Mission. Aber dadurch, dass ich ihn mitnehmen will, diesen scheiß Wichser, bin ich noch nicht fertig. Also rushen würde ich nicht sagen. Oh, ja. Ich will halt nur noch diesen einen Typen hier hops nehmen. Ich könnte eigentlich schon längst weitermachen, aber ich will den Typen noch hops nehmen, den mich verraten hat. Kleine Wichser. So, das Ding ist dicht. Gehen wir hier rein. Gucken, wo wir rauskommen. Ey, ich nehme hier jeden Hops, der hier ist, ne? Absolut jeden. Meinst du den von Berlin? Ja, genau den. Diesen kleinen 31er, den ich am Leben gelassen habe und sogar gerettet habe, ne? Nein, er sieht mich! Den auch töten müsst, als ob du ihn auch am Leben gelassen hast, Anna-Man. Ach, Mann. Ja, was will man machen, ne? Manchmal ist man einfach zu nett für diese Welt. Aber ja, was soll ich sagen? Ich korrigiere meinen Fehler. Und zwar sehr, sehr, sehr gründlich. Hab ihn am Anfang getötet und dann habe ich den letzten Kontrollpunkt geladen und töte ihn. Okay. Ja, da hinten. Ja, wahrscheinlich gehe ich da hinten, um ihn zu verstecken. Ich schmeiße jetzt aber hier in die Ecke. Die Tür mache ich zu. Tür mache ich auch zu. So, jetzt kann ich in aller Ruhe das Schloss da hinten knacken und mich um meinen Kumpel kümmern. Er sieht mich halt echt nicht, ne? Sind Sie wegen meines Auftrags hier? Ja. Guten Tag, mein Freund. Genau Sie habe ich gesucht. Genau Sie. Junge, ich kann das nicht lesen. Kannst du bitte auf Deutsch machen? Oh. Günstige Quelle hat die Identität Ostberlin aufgedeckt. Ach, mein Freund. Ach, mein Freund, mein Freund, mein Freund. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein richtig guter Tag. Vielleicht nicht für dich, aber ein sehr, sehr guter Tag, mein Freund. Wunderschöner Tag. Wunderschön. Damit wäre alles erledigt. Ich muss jetzt Adler und sein Team reinlassen. Keine Zeugen hinterlassen. So, die Leiche wird keiner finden. Keine Hinweise, keine Zeugen, gar nichts. Denn wie ist mein Motto in Assassin's Creed? Zu sein ist nicht leicht, ja. Mein Motto in Assassin's Creed war immer, es kann dich niemand beim Morden beobachten, wenn niemand da ist, der dich beobachten kann, weißt du? Deswegen einfach immer alle umbringen. Einfach alle. So, jetzt müsste ich fertig sein mit allem, ne? Da hinten. Gelegenheit, Schlüsselkarte und programmieren. Bunkerschlüssel, dann gehen sie, wenn das... Ah, das ist ein, oh ja. Da gehen wir auch nochmal hin. Oder manchmal kämen wir das fix auf die Karte. Waffenkammer, ja genau.
Schön mit der Nase nach oben. Denn wir sind ein sehr gebildeter Mann. Komm ich in die Waffenkammer? Weiß gar nicht, kann ich nicht. Komm ich in die... Was ist das hier für ein Raum? Den kenn ich gar nicht. Okay, Waffenkammer, kommen wir nicht rein. Warum komme ich nicht in die Waffenkammer? Ah, wegen ihm hier. Warte mal, das ist ein roter Knopf. Warte mal, vielleicht kann ich den roten Knopf drücken. So, mal ganz kurz hier rein. Vielleicht kann ich den roten Knopf drücken, dann geht die Tür auf und ich kann mir Waffen holen. Wenn das geht, wäre es geil. Nee, geht nicht. Scheiße. Okay. Kann ja nichts machen. Gut, dann machen wir die Mission erstmal weiter. Ne? Wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen können. Wohl, ach, die eine Sache würde ich halt wirklich noch gerne machen. Ah, das ist er hier, der markiert wurde, den ich hier umgebracht habe, ja? Okay, ist einfach nur eine Leiche. Egal. Der wird keiner finden. Oder vermissen. Ich lasse noch mein Team hier rein, ne? Dann schalten sie hier alle aus und dann ist alles cool. Ach stimmt, die ist doch eine Zigarre, ne? Genossen. Der Herr. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Bürgerschlüssel, das Tor aufmachen, Sicherheitsinspektion, genau. Warte mal. Bürgerschlüssel erlangen, gehe zum Gefängnis. Okay. Oh, ich muss sie noch umprogrammieren, ne? Schlüsselkarte umprogrammieren. Stimmt, ich muss sie noch umprogrammieren, bevor ich das machen kann, glaube ich. Das muss ich da hinten machen. Stimmt, stimmt. Umprogrammieren. Warte mal, war das unten oder war das oben hier mit dem Umprogrammieren? Das war hier oben. Einfach mal kurz in Deko gehen. Obwohl, nee, warte mal. Eigentlich wird das mir nicht als Mission angezeigt, ne? Was ist das hier für ein Raum? Datenverwaltung. Hier muss ich das Ding irgendwie umprogrammieren.